Da hilft alles nichts. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Wie sagt man das auf Italienisch? Gibt es da ein Sprichwort für oder auf Polnisch? Da hilft alles nichts mehr. In der Bibel gibt es das Sprichwort auch, da heißt es, Liebe ist stark wie der Tod. Wenn der Liebe wie beim Tod ist, da kann man nichts mehr machen, das ist halt dann so. Wen die Liebe befällt, den hat sie. Haben wir gerade die Lesung aus dem Hohen Lied in der Bibel gehabt. Die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt, ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Das ist orientalische Poesie, für da kann man halt nichts machen. Und das Hohe Lied, dieses wunderbar merkwürdige Bild, ein Buch aus der Bibel, dem Alten Testament, das singt von der Liebe. Und das singt ein Mann über die Schönheit seiner Frau, deine Frau singt über ihren Liebsten. Und dann kommt dieser Vers, den wir gerade gehört hatten am Ende, die Liebe ist stärker als der Tod, da kann man nichts machen. Vielleicht stammt der Text ja von den Eltern, deren Kinder sich verliebt haben. Und genau genommen kann man ja sagen, die Kinder haben sich ja alle beide in einen Ausländer verliebt. Ist so, kann man nichts machen. Da kann man sich nur drüber hinwegtrösten und sagen, sie mag zwar aus Italien kommen, aber sie ist schön wie ein kaschubisches Mädchen. Oder muss man sagen, er mag zwar aus Polen kommen, aber er ist stark wie ein aufrechter Sizilianer. Da kann man nichts machen, wo die Liebe hinfällt. Und ohne dich, liebe Eltern von Claudia, liebe Eltern von Lukas, ihr habt sowieso an der Stelle nicht mehr viel zu sagen. Heutzutage würde man ja wahrscheinlich sagen, die Liebe ist unaufhaltsam wie ein Flüchtlingsstrom vom Balkan. Bisschen aktuell, das ist ein bisschen heftiges Motiv, aber das lässt sich nicht aufhalten und alles, was man machen kann, ist das, was man hoffentlich von seinen Eltern gelernt hat, nämlich freundlich sein, was nicht selbstverständlich ist, freundlich sein und dann pragmatisch tun, was getan werden muss und was man tun kann. Und an der Stelle bin ich bei Claudia und Lukas, denn verliebt haben sie sich schon vor, was habt ihr gesagt, 10 Jahren. Aber dann scheinen die beiden sehr pragmatisch zu sein, nachdem der erste große Strom kommt, sich erstmal hinzusetzen und zu sagen, okay, was ist jetzt zu tun? Und dann haben sie das richtig gut eingetütet, eins nach dem anderen. Und heute sind sie hier. Es scheint irgendwie an der Zeit zu sein. So wenig wie irgendjemand Einfluss darauf hat, in wen man sich verliebt, es ist wirklich so, das ist ein Gefühl, das kommt und das ist ein Geschenk. So sehr liegt es doch nochmal an euch, was ihr daraus macht. Gefühle hat man. Aber das Entscheidende für den Menschen ist ja nochmal die Frage, was man daraus macht. Stark wie der Tod ist die Liebe und die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Das ist in der Bibel ein Lied auf die Kraft der Liebe. Aber Gefühle sind erstmal nur das, was sie sind, nämlich Gefühle. Was aber Claudia und Lukas heute daraus machen, ist weit mehr als nur ein Gefühl. Es ist ein Versprechen. Es ist das Versprechen, dass du in dem ganzen Auf und Ab der Gefühle dich verlassen kannst darauf, dass mein Wort gilt. Denn es gibt im Leben schwierige Phasen. Gefühle sind immer so ein bisschen auch hormongesteuert. Und manchmal sind davon mehr, manchmal sind davon weniger.
Und ja, es kommt auch vor, dass man sich als verheirateter Mensch in einen Menschen verliebt, mit dem man jetzt gerade nicht verheiratet ist. Und an so einer Stelle, wo die Hormone verrückt spielen, sich daran zu erinnern, was das Wertvolle ist, das mir für mein Leben geschenkt ist. Nämlich eine Liebe, die mehr ist als Gefühl, nämlich ein Versprechen. Ich will dich lieben, achten, alle Tage meines Lebens. Echte, treue Liebe ist eben wirklich mehr. Und das haben Sie mir, seit wir uns jetzt kennen, das ist ja bald ein Dreivierteljahr, mit dem Weg der Vorbereitung deutlich gemacht, dass das genau Ihr Ding ist, dass heute hier mehr sein soll als nur ein wunderbares Brautpaar und eine tolle Party. Und so schön das alles ist, es wäre nichts, wenn ich das Entscheidende dabei wäre. Dann wäre es nur eine leere Show. Das aber wollen weder Claudia noch Lukas und schon gar nicht die beiden zusammen. Deswegen haben sie sehr bewusst Texte für diesen Gottesdienst aus der Bibel ausgesucht. Oder um genauer zu sein, ich glaube, Claudia hat ausgesucht und Lukas hat zugestimmt. Es gibt ja in der Ehe immer die Rollenverteilung. Das Evangelium, wo es heißt, der Schöpfer Gott, der die ganze Welt, das ganze Universum geschaffen hat. Gott hat die beiden füreinander von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Das bedeutet, die Entscheidung, die ihr füreinander getroffen habt, nachdem ihr die Liebe füreinander entdeckt habt, die Entscheidung, die ihr füreinander trefft, ist eine Entscheidung, die nochmal getragen ist von einer Kraft, die das ganze Universum trägt. Und die hier, deswegen feiern wir das Ganze doch als Sakrament, die hier in Gottes Liebe bei euch ist. Da muss man nicht nervös werden, da kann man sich drüber freuen. Deswegen nochmal dieses Sprichwort aus der Lesung. Liebe ist stark wie der Tod. Na, ich würde sogar sagen, Liebe, nein, es gibt eine Liebe, die ist stärker als der Tod. Und um die geht es heute. Nämlich eine Liebe, die nicht wir machen, sondern die wir uns schenken lassen, weil sie uns trägt. Und die uns geschenkt ist von dem, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und der uns ein Leben geben kann, das nicht beschränkt ist auf die begrenzte Zeit, die wir auf Erden haben. Es gibt eine Liebe, die stärker ist als der Tod, und das ist die Liebe, mit der Gott euch liebt. Und dass ihr euch darauf einlasst, sozusagen bei den vielen kleinen Bedrohungen, die der Alltag bringen mag, in guten und in schlechten Tagen, aber gerade auch in schlechten Tagen, zu wissen, es gibt eine Liebe, die euch trägt und von der ihr sozusagen immer wieder anzapfen könnt für eure Liebe füreinander und auf die ihr euch verlassen könnt. Ja, selbst stärker als der Tod. Christen können eigentlich, manche mehr, manche weniger, tatsächlich auch bei einem solchen Anlass vom Tod reden. Unbefangen. Denn jeder von uns weiß um die Begrenztheit menschlichen Lebens. Manche erfahren das schon früh, manche merken es im Alter. Schönheit ist nicht immer und Stärke kann zur Schwäche werden. Aber das, was bleibt, und was deswegen, weil es bleibt, in jedem einzelnen Tag seine Kraft erweisen kann, ist die Liebe, die mehr ist als nur ein Gefühl. Im Grunde genommen könnt ihr das, was ihr einander versprecht, nochmal hören als die Erinnerung an eure Taufe. Da wart ihr ja ziemlich klein und habt noch in die Windeln geschissen. Aber das, was in der Taufe geschehen ist, ist im Grunde genommen, dass Gott euch gesagt hat, dieses Ja, da stirbt unser Nein, da ist Gottes Ja. Ich will dich lieben, sagt Gott zu Claudia und zu Lukas. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage deines Lebens. Und kein Tod soll dich von mir scheiden. Und vor Gottes Angesicht dürft ihr in aller Ruhe und Entschlossenheit und mit einem Spickzettel diesen Text einander sagen. Lukas und Claudia vertrauen darauf, dass selbst dort, wo sie schwach sind, Gottes Liebe weiter trägt.
Und deswegen mit Gott verbunden zu sein, gemeinsam, miteinander, im Gebet, die Beziehung zu Gott pflegen, Gott nicht auszuschließen aus eurer Ehe und eurer Liebe, aber ihn auch dort als eure Kraft gegenwärtig zu wissen, wo ihr euch aufmacht, für andere da zu sein, denn dazu seid ihr getauft, für andere da zu sein, wo ihr Gastfreundschaft übt, wo ihr Bedürftigen beisteht, wo diese Liebe von Gott in euch ist und eure Kraft, um sie weiterzugeben, und vor allem dort, wo ihr Gott als euren Schöpfer und den Schöpfer eurer Liebe von ganzem Herzen dankt und lobt. Das alles macht eure Liebe stärker als der Tod. Und das ist das, was wir heute mit euch feiern dürfen. Amen.